liebe Videofreunde, ja, wir wollen mal ein kleines Update wiedergeben. Wir sind ja jetzt schon seit fast einer Woche hier in St. Peter-Ording, haben dieses Jahr einen anderen Urlaub, in dem wir halt nicht von Ort zu Ort fahren, sondern tatsächlich mal fast einen ganzen Urlaub oder den Großteil eines Urlaubs an einem Ort verbringen, was uns aber dieses Jahr eigentlich auch mal ganz gut gefällt, ne? Weil wir ja auch Erholung brauchten und dadurch es sehr stressfrei ist und auch erholsamer ist. Der Campingplatz SPO ist total genial. Also wir finden ihn echt gut und schön. Ja. Und ja, wir haben jetzt schon einige Touren so gemacht, haben uns in Westerhever den Leuchtturm angeguckt waren gestern mit dem Fahrrad auch unterwegs gewesen. Also 2 Tage waren wir mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und gestern sind wir gefahren nach Bad und haben uns das Örtchen dort mal angeguckt, weil man da mit dem Auto überhaupt nicht eigentlich richtig reinkommt. Also zumindest nicht parktechnisch mit dem Wohnmobil, das geht gar nicht. Schwierig. Und da sind wir mit dem Fahrrad rüber gefahren und das ist halt ein sehr touristisches Örtchen. Ja. Aber auch mal schön, wenn man irgendwie mal Leute beobachten will oder so in Gesellschaft irgendwie sein will. Also ich fand das auch jetzt gar nicht so schlecht. Das kann man sich ja alles aussuchen, weil die anderen Orte hier so, die sind doch recht ruhig, schön. Böhl hier auch zum Beispiel ist sehr, sehr schön. Auch da, wo wir sind, Ording, alles sehr ruhig, ne? Ist also wirklich angenehm, muss man sagen. Es gibt sehr viele schöne Häuser, die, was ich so liebe im Norden, Klinker- und Räterhäuser. Also das ist wunderschön von der Landschaft hier auch oben. Was mir besonders gut gefällt hier ist, dass die hier ein geniales Hygienekonzept haben hier oben. Man braucht sich überhaupt nicht zu wundern, dass die hier oben so wenig Corona-Fälle haben. Es ist wirklich super. Vor jedem Geschäft, in jeder Gaststätte, auf der Toilette, vor der Gaststätte, vor den Geschäften, Desinfektionsmittel. Es wird auf den Straßen, wo es enger ist, gebeten, Masken anzuziehen. Die Leute machen das. Die sind wirklich ganz anders, ist das hier oben. Die ziehen die Masken ordentlich an, auch mal ein kleines Stück über diese eine Straße, wo sehr viel Menschenauflauf ist. Da hält sich jeder dran. Da gibt es fast gar keinen, der sich nicht dran hält. Ohne Murren, es wird nicht gemeckert. Für jeden ist das selbstverständlich. Also sehr angenehm hier oben im Vergleich zu unserem Zuhause unten in der Region. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit bei uns. Also muss ich echt sagen, toll. Wirklich, wirklich gutes Konzept hier oben und auch angenehm von den Menschen her. Ja, gestern haben wir ja die Fahrradtour gemacht, da nach Bad und waren an dem Strand und ich habe noch nie solch einen Strand gesehen. So einen großen, breiten Strand, auch heute, wo wir hier sind. Wir sind übrigens gerade in Böhl mit dem Auto, mit dem Malibu, da kann man an den Strand fahren. Ne? Ja. Und es gibt, glaube ich, 2 Orte, oder? Also wir kennen 2. Das ist einmal hier und dann in Ordingsalz. Ja, kann man direkt mit dem Auto bis an den Strand fahren. Man glaubt, wenn man rausguckt, man ist in der Wüste. Ja. Das ist der Hammer. Ich habe noch nie solche breiten Strände gesehen. Ja. Mega cool. Also wunderschön. Und gestern da in Bad gefällt mir es besonders gut, weil da eben auch so Dünen sind. Da ist so Dünenlandschaft wie ein bisschen auf Sylt. Ne? Ja. Und da haben wir uns in den Dünen einfach gelegt und haben sogar ein kleines Mittagsschläfchen da gemacht. Das war herrlich gewesen. Wirklich. Also nichts gehört, ne? Nur den Wind. Und das ist auch, das verläuft sich hier. Du hast hier auch nicht so eine Lautstärke. Ist alles ganz still und leise und Natur pur. Also ich bin total begeistert von dieser Region hier. Ich habe mir das nicht so schön vorgestellt. Wirklich. Ist ganz, ganz, ganz toll. Ja, damit haben wir ja schon gleich gesagt, wo wir jetzt sind. Heute früh haben wir uns ganzzeitig relativ früh, haben Frühstück unterwegs eingekauft, Brötchen, und haben hier schön gefrühstückt und hatten einen mega coolen Ausblick gehabt. Ja. Ja. Und jetzt kommt noch zum Schluss eine lustige Geschichte, weil wir haben nämlich vor 3 Tagen für Aufsehen gesorgt. Auf dem Campingplatz, das war wieder typisch Michael und Claudia, aber wir haben Tränen gelacht. Also kann ich Michael erzählen. Naja, wir haben uns köstlich selber amüsiert und haben uns bei Jackie gelacht. Das war zum Piepen gewesen, wirklich. Erzähle. Die
Plätze hier auf dem SPO Campingplatz, auf dem wir sind, sind die Stellplätze mit alten Reifen, also Autoreifen markiert. Und wir fahren morgens los und dann habe ich wohl etwas zu früh eingelenkt und dann mit der Hinterachse den Reifen mitgenommen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Der ist dann so schön mit entlang geschlittert über den Boden. Und da das vorher ja so Sandboden ist, merkst du es erst recht nicht. Und später dann halt auf dem Schotter hast du dann, sagt sie, die Hinterachse macht aber komische Geräusche. Ich habe gesagt, Leute, sag mal, also die Hinterachse, die macht aber komische Geräusche. Ja. Nicht, dass die auch noch kaputt ist, weil sie macht wirklich manchmal komische Geräusche. Ja. Aber in dem Moment starke komische Geräusche. Ja. Und da sagt er mir, ach was. Ja, dann sind wir am Eingang noch mal kurz stehen geblieben. Und dann sehe ich im Rückspiegel jemand wild winkend zu unserem Auto laufen. Denke ich, na, was will denn der? Und der kam an und sagte, ihr Ersatzrad fällt ab. Wir gucken uns später an. Ich gucke mich den an und sage, wir haben kein Ersatzrad. Welches Ersatzrad? Sagt er, ja, jetzt haben sie eins. Ich sag, was? Und unter das Auto gekniet. Und dann unter ich, ihrem Auto das, fällt das Ersatzrad raus oder runter oder wie auch immer. Ruhig, dann hatte ich den Reifen da vor der Hinterachse liegen. Das Ding rausgezerrt, gut war. In dem Moment kommt ein junger Mann vorbei und sagte, die Klappen oben, sollen die eigentlich auf sein? Sag ich, nö. Wir sind mit vollen Fenster offen oben losgefahren und einen schleifenden Reifen auf dem Boden. Also. Ja, aber die Antenne war dran. Es hätte nur noch gefehlt, dass der Kühlschrank offen geblieben wäre und die Schuhwetter. Das war doch, also nee. Aber wie der ankam, der Mann, und gestikuliert hat und sagte, sie verlieren ihr Ersatzrad und halt. Und wir so, mit was für ein Ersatzrad? Wir haben kein Ersatzrad, ja. Und wir haben kein Ersatzrad. Ja, jetzt haben sie eins. Und ich so, ist ein Reifen ab oder was? Ich habe das überhaupt nicht verstanden und auf einmal zerrt Michael aus dem unten den Reifen von unserer Begrenzung hervor. So. Oh wei. Ich habe gedacht, nee Leute. Also es gab jedenfalls anständiges Gelächter. Ja. Man hat sich köstlich amüsiert. Am nächsten Tag haben wir auch dann gleich gefragt, unsere Nachbarn, das war nämlich der, der uns aufmerksam gemacht hat auf die Fenster. Ist alles in Ordnung? Er soll mal gucken. Bevor wir losgefahren sind. Nein, Leute, ey. Ja, also das ist typisch, das passt so typisch zu uns. Also es ist wirklich, Jesus, nee. Ja, also das war lustig. So, jetzt werden wir heute den Tag noch schön verbringen. Wir sind nämlich auch hier mit einem Pärchen, die uns auch von YouTube kennen. Und die hatten hier oben in St. Peter-Ording gebucht oder beziehungsweise sind auch hier hochgefahren, weil sie noch was zu erledigen hier oben hatten. Und mit denen haben wir schon einen Abend ganz nett zusammengesessen. Und jetzt sind wir zusammen hier am Platz und werden heute den Tag mal schön genießen. Ja, ne? Die letzten zwei Tage jetzt noch. Oh, leider. Dann geht's wieder Richtung Heimat. Man ist immer wieder alles vorbei. So ist es. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.